Wir sind hier in Darmstadt im Haus, die frühere Haus für Industriekultur. Heute heißt es Hessisches Landesmuseum für Satz- und Druckverfahren, Außenstelle des Landesmuseums Darmstadt. Es sind nicht nur Studenten, es sind auch alte Schriftsätze und Drucke, die in ihrem Leben ihren Arbeitsbereich gekannt haben, aber nie in eine Schriftgießerei reingesehen haben und sind überrascht, dass hier mehr oder weniger 20, 30 und jetzt sind ja jetzt über 40 Maschinen voll funktionsfähig sind. Sehr viele Kinder, die hier unterrichtet wurden, haben mit Bleibuchstaben, Hygienebestimmungen wurden eingehalten, ja, die Finger waschen und nichts essen, während sie arbeiten. Wenn die gekommen sind, konnte ich hier nicht telefonieren. Da war so ein Krach davon. Aber wenn die mit ihren Buchstaben und die Buchstaben zusammengesetzt haben, war so eine himmlische Ruhe. Das war so toll, wie die das gemacht haben. Dieses Arbeiten mit Bleisatz, wenn die dann ihren Spiegel dran gehalten haben, guckt, was sie gesetzt haben und haben das dann gedruckt. Und die haben so viel Positives aus diesem Bleisatz rausgezogen. Und das tut einem dann wieder richtig Freude machen. Wenn ich hier Leute durchführe und habe keine Maschine laufen, dann ist es schlimm. Wenn die aber sehen, dass aus der Maschine ein Buchstabe kommt, dahinter hast du heißes Blei und vorne kommt ein Buchstabe und der dann sozusagen eine Form hat und ich sehe, dass hinten 360, 380 Grad sind und vorne den Buchstabe kann ich schon in die Hand nehmen und kann den zurichten, die sind fasziniert. Aber nur, wenn es läuft. Ich kann denen nicht einfach die Maschine dahinstellen und sagen, guckt. Also normalerweise geht die Öffnungszeit hier im Museum am Dienstag zwischen 10 und 12 ist das komplette Haus offen oder donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Aber hier diese Räumlichkeiten, die sind täglich von 6 bis 12 bin ich hier. Ja. Aber meistens sind die öffentlichen Zeiten da, weil die Person, die dann kommt, kann das komplette Haus. Sie kann nicht nur die Schriftgießerei begutachten, sondern auch den Handsatz, den Monosatz und den Linosatz und die ganzen Druckmaschinen.